Guten Morgen und herzlich willkommen zu unserer ersten größeren Pössl-Tour in Corona-Zeiten. Wir müssen von Heidenroth nach Bad Berka, um Laborgeräte für die Praxis in Wiesbaden abzuholen. Verabredet sind wir dort um 11, sodass es früh rausgeht heute Morgen. Heute haben wir auch zum ersten Mal die kleine GoPro-Kamera hinter der Scheibe. Wir üben noch an der richtigen Einstellung, daher verzeiht die etwas schlechtere Bildqualität. Gleich kommt der Salzberg Monte Cali ins Bild. Er ist einer von dreien in der Region der ehemals innerdeutschen Grenze und besteht hauptsächlich aus NaCl-haltigem Steinsalz. In den K+S-Förderanlagen wird Kalisalz gewonnen. Thank you.
Berker fiel uns das Schild Sehenswürdigkeit Tiefengruben auf. Wir hatten noch nicht gefrühstückt und die Hunde wollten auch mal wieder raus, daher fuhren wir dorthin. Der Frühstücksplatz stellte sich als ideal heraus. Das Gassi konnten wir gleich mit dem Fund eines Geocaches verbinden. Und zurück am Auto habe ich die Drohne hochgeschickt, um euch den speziellen Aufbau des Dorfes zu zeigen. Es handelt sich, wie man unschwer erkennen kann, um ein Rundplatzdorf. Der gesamte Ort ist um den zentralen Platz aus Kirche und Dorfteich aufgebaut und steht seit 1976 unter Denkmalschutz. Zurück geht es erstmal über Landstraßen. Wir haben noch eine Verabredung. Über Facha, vorbei an der Brücke der Einheit und dem alten Grenzturm der ehemaligen innerdeutschen Grenze geht es nach Philippsthal zum Förderturm des K+S-Werkes. Thank you.
sehen immer noch die Augen. Ah, gib mir mal so, ich muss die Nase putzen, ey, das ist ja. Ist das eklig? Boah. Kannst du mal aufhören, das zu filmen? Das ist ja eklig. Jetzt sind wir alle drei negativ getestet, dann geht es ab zu Oma und Mama zum Kaffee trinken. Nach einem weiteren Stopp bei meinem Papa, wir haben uns nur über den Zaun unterhalten, kamen wir an unserem Übernachtungsplatz in der Glimmesmühle an.